Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch mal die neue Variante vom GIFcast of Friends Glitch zeigen. Ja, er ist wieder zurück, der GIFcast of Friends Glitch ohne zu verglitchen. Und ja, den GIFcast of Friends Glitch könnt ihr auch wieder überall auf der Map machen. Das Einzige, was ihr braucht, ist einfach nur eine MOC mit einem Auto, was ihr drin stehen habt, was ihr nicht mehr benötigt. Und einem Freund, von dem ihr halt das Auto ziehen wollt. Ja. Wenn ihr dann soweit alles vorbereitet habt, dann können wir auch schon direkt losstarten. Fordert einfach mal euer Auto an und stellt diese einmal in die MOC rein. Geht dann einmal aus der MOC raus. Und von dort fordern wir uns dann einmal das persönliche Fahrzeug aus der MOC an. Warten, bis angekommen ist. In der Zeit stellt schon mal unser Freund uns schon mal das Auto hin, was er uns dann geben möchte. Dann warten wir jetzt einmal, bis das Motorrad geliefert wird. Wunderbar. Dann steigen wir einmal auf mit unserem Freund. So, und unser Freund, wenn er jetzt aufgestiegen ist, soll dann einmal ins Pausenmenü gehen und dann einmal im Pausenmenü drin bleiben. Wir fahren dann mit dem Freund einfach hinter die MOC, drücken es nach rechts. Warten, bis der Freund abgestiegen ist. Unser Freund, der bleibt immer noch im Pausenmenü drin. So, wir steigen ab, gehen dann einmal in die Franklin-Meldung für ungefähr 2 bis 3 Sekunden. Gehen wir wieder raus. Unser Freund ist noch im Pausenmenü. Jetzt gehen wir hinter unsere MOC und jetzt machen wir das wieder so, dass wir den schwarzen Balken kriegen. Wir gehen hinter der MOC, eintreten auf nahen Crew, Freund und Crew. Der schwarze Balken ist da. Dann drücken wir auf X. Jetzt haben wir einen unendlichen Blackscreen. Gehen dann einmal in die Franklin-Meldung rein, verlassen diese, steigen dann in das Auto ein und dann warten wir jetzt, fahren wir einfach mit dem Auto rum und warten wir, bis wir den Blackscreen bekommen. Bei dem einen kann es etwas schneller gehen, bei dem anderen kann es etwas länger dauern. So, der Blackscreen ist da, wunderbar. Jetzt müssen wir in den MOC spawnen und mit unserem Auto. Das war's eigentlich auch schon. Nun ist das Auto uns. Ja, jetzt können wir einfach nur rausfahren. Hier steht jetzt unsere neue Kopie, die wir uns gerade gezogen haben. Und hier steht das Auto von unserem Auto. Freund. Und ja Leute, ich hoffe, das kleine, feine Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.